Die Persönlichkeit ist einfach deine Visitenkarte, mit der du nicht nur uns intern im Unternehmen vertrittst, sondern natürlich auch uns nach außen vertrittst. Lass uns gerne einfach noch so ein bisschen sprechen und einfach deine Fragen noch mal ein bisschen genauer definieren. Sehr gerne. Ich habe mir auch schon ein paar aufgeschrieben. Da wäre meine erste gerade. Welche Skills sind denn momentan sehr gefragt bei euch im Unternehmen? Wir sind ein sehr, sehr vielseitiges Unternehmen. Es wird definiert dadurch, dass wir natürlich auch in der UniCredit-Gruppe 80 verschiedene Nationen haben und jeder seinen individuellen Teil mit reinbringt. Ich glaube, was in der heutigen Zeit unheimlich wichtig ist, gerade auch in der Banking-Branche, sind natürlich digitale Skills. Das heißt, man sollte vielleicht nicht nur wissen, wie man auf eine Maus klickt, sondern da auch ein bisschen mehr in die Technik reinschauen können. Uns ist es aber sehr, sehr wichtig, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die das Herz irgendwo am richtigen Fleck haben. Das heißt, dass der Mitarbeiter sich mit unseren Werten identifiziert und diese Werte auch nach außen trägt. Das ist zum Beispiel Integrity, Ownership und Caring. Und die sind für uns wirklich die Aushängeschilder, mit denen wir nach außen treten, aber uns auch intern so verhalten. Okay, jetzt habe ich dich ja gerade wegen den Skills gefragt. Jetzt kommt bei mir natürlich die Frage auf, wo liegt bei euch der Schwerpunkt? Eher bei den Skills oder tatsächlich noch bei den guten alten Noten? Klar, Noten oder Skills. Wir schauen natürlich auf die Noten. Allerdings ist es für uns sehr, sehr wichtig, was für eine Persönlichkeit in die Bank kommt. Die Persönlichkeit ist einfach deine Visitenkarte, mit der du nicht nur uns intern im Unternehmen vertrittst, sondern natürlich auch uns nach außen vertrittst. Und da ist es für uns extrem wichtig, dass die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung und Mentalität für uns arbeiten. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gern offen für Neues ist und der sich auch mal gern neu ausprobiert. Wie stehen denn da meine Chancen bei euch? Gibt es da von eurer Seite auch die Möglichkeit und werde ich da gefördert? Definitiv. Es kommt auf dich drauf an, was willst du? Du hast gemeinsam mit deiner Führungskraft jedes Jahr mindestens ein Gespräch, wo es wirklich ganz klar um deine Entwicklung geht. Und das wird nicht vorgegeben, sondern du bist derjenige, der deinen Input mit reinbringt und du bist derjenige, der das sagt, wo die Reise hingehen darf. In der Regel ist es so, dass man im Unternehmen wirklich alle 3-5 Jahre mal den Job wechselt, um hier sein lebenslanges Lernen auch ein Stück weit weiter voranzubringen und einfach die eigene Persönlichkeit weiterzubringen. Und ich als Quereinsteiger jetzt in ganz anderen Branchen, Systemen, wie stehen da meine Chancen? Wie gerade schon gesagt, der Stellenmarkt liegt uns oder liegt dir offen. Das heißt, deine Skills, die du oder deine Erfahrungen, die du mit in deinem Leben bisher gesammelt hast, kannst du überall einbringen. Und da ist es in der Tat so, dass oft ein neuer Blick auch nochmal eine sehr, sehr schöne Lösung für uns bietet. Und diese Erfahrung haben wir in der Vergangenheit oft gemacht, dass Leute, die vielleicht branchenfremd sind, ins Unternehmen kommen und eine Art frischen Wind reinbringen oder auch mal ein anderes Denken. Und dieses Denken dann im Endeffekt uns zu einem mehrwertigen Erfolg führt. Super, Max. Dankeschön für die Zeit nochmal. Sehr gerne. Hat mich total gefreut. Danke. Und ja, ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Mich würde es auch freuen. Dankeschön.